Hallo und herzlich willkommen zurück live aus Düsseldorf. Es geht weiter mit dem zweiten Teil unserer Workshop-Reihe. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, findest du den Link zur Aufzeichnung unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Nadine Buchenauer, ich bin Fashion- und Porträtfotografin aus Düsseldorf und wir haben uns heute hier in den Creator Studios für einen Workshop rund um das Thema Modefotografie zusammengefunden. Im ersten Teil haben wir uns ja schon mit den Unterschieden zwischen der Commercial- und der Editorial-Fotografie beschäftigt und auch schon die ersten Fotos gemacht. Jetzt werden wir uns mit No-Gos in der Modefotografie, der Inszenierung von Kleidungsstücken und ganz besonders auch intensiv mit dem Thema Lichtsetzung, Posing und Perspektiven beschäftigen. Auch hier gilt wieder, wenn du im Verlauf des Workshops Fragen hast, stell diese gerne im Live-Chat. Falls du gerade die Aufzeichnung anschaust, kannst du deine Fragen gerne einfach unten in den Kommentaren stellen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil. Und weiter geht's mit dem zweiten Teil unserer Workshop-Reihe, nachdem der erste, wie ich finde, schon sehr erfolgreich war. Jetzt geht es um das hier, wie ihr eben schon gehört habt. Wir fangen direkt wieder mit einer Fragerunde an, wie eben. Um euch ein bisschen abzuholen, weil jetzt geht es ja mehr um das Thema Commercial-Fotografie. Hier haben wir uns jetzt was anderes ausgedacht. Und zwar seht ihr hier Bilder aus erstmal drei verschiedenen Online-Shops. Die Marken haben wir wegretuschiert natürlich, damit es nicht zu einfach ist. Und ich möchte von euch wissen, was denkt ihr, von welcher Brand, welchem Online-Shop die Bilder sind. Gerne erstmal wieder reinrufen. Ihr könnt auch durcheinander reinrufen, aber vielleicht, was denkt ihr, was könnte das für ein Online-Shop sein, woher dieses Bild stammt? Wie bitte? Ja, ist richtig, Calvin Klein, das war schon mal ziemlich einfach. Das ist gut. Zara ist hier die Lösung für das Zweite. Es ist gut, wenn ihr das schnell erratet. Das ist der Sinn der Sache. Habt ihr da noch eine Idee? Nee. Ja, es ist Yves Saint Laurent. Mega. Also das beweist, was ich hier zeigen möchte. Und direkt die nächste Seite. Was denkt ihr hier beim Ersten? H&M hat jemand gesagt, aber es ist nicht H&M. Nee, ist auch nicht Mango. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, die Richtung von euch stimmt schon. Nee. Nee, nicht Tommy Hilfiger, nicht Koss. Auch Esprit ist es. Sehr gut. Genau, also ein bisschen eine Zielgruppe, eine Marke für eine ältere Zielgruppe etwas. So, und die Mitte. Asos, genau, perfekt. Und das Letzte. H&M, krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr so schnell seid. Ja, aber das beweist, was ich sagen wollte. Das zeigt für mich einfach, wie wichtig es ist, für die Marken einen einheitlichen Stil zu bewahren. Weil ihr habt jetzt anhand von super basic Outfits, wir haben alles wieder schwarz-weiß gelassen, sofort erkannt, zu welcher Marke das Bild gehört. Das sagt für uns als Fotografen, worauf wir im Hintergrund achten sollten und was die Kunden vielleicht für Anforderungen haben könnten. Sehr spannend. So, ich möchte jetzt aber erstmal ein bisschen über No-Gos in der Modefotografie reden. Eben haben wir ja eher Tipps gegeben und jetzt geht es darum, was ich vermeiden würde. Wir steigen erstmal mit Editorial ein. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet. Ein absolutes No-Go ist, wenn es kein klar erkennbares Konzept gibt und keinen zusammenhängenden Faden. Aber ich denke, das ist in dem ersten Teil vom letzten Workshop schon ganz gut rausgekommen, warum das nicht funktioniert. Dazu gehört natürlich auch zu wenig Planung. Also ihr werdet kein perfektes Editorial hinkriegen, wenn ihr nicht vorher alles gut geplant habt. Dazu gehört vor allem auch, alles mit dem Team gut abzustimmen. Also es reicht niemals bei egal welchem Projekt, wenn ihr nur für euch die Ideen gut konzipiert habt, aber das nicht mit dem Team kommuniziert. Also hier zum Beispiel habe ich vorher bei dem letzten Teil bei Darlene schon vorher die Moods gegeben, gesagt, worum es geht, was ihr Outfit sein wird, damit sie sich ein bisschen vorbereiten kann und wir am Set alle von dem gleichen Hintergrundwissen ausgehen. Dann natürlich gute Make-up-Artists vorher zu buchen, rauszusuchen und da auch alle mit ins Boot zu holen. Das ist so ein Schritt, den ich auch am Anfang öfter mal unterschätzt habe, wie viel Unterschied es macht, mit guten Make-up-Artists zusammenzuarbeiten und eventuell auch mit denen zusammen das Konzept zu erarbeiten, weil die haben einfach das Know-how, was das angeht und ein Fashion-Stylist, wenn ihr den noch mit ins Boot holt, das Know-how, was das Thema angeht. Versucht im besten Fall nicht alleine alles machen zu wollen, weil ihr habt mit mehr Köpfen einfach mehr Optionen. Deswegen, das ist wirklich
super, super wichtig. Und ich dachte auch früher manchmal, ich kann 2 Tage vorher schnell das Shooting machen und dann wird das bestimmt super. Wird auch super. Wird manchmal auch richtig cool. Aber ihr habt auf jeden Fall viel mehr Sicherheit, wenn ihr vorher alles plant. Ich plane sogar manchmal auch das Lichtsetting mit den Posen, die ich haben möchte, vor. Natürlich ist ein Teil auch immer das, was mir gerade einfällt und was kreativ kommt. Das gehört definitiv mit dazu. Aber ich habe gemerkt, dass ich irgendwann an eine Grenze gekommen bin, wo ich ähnlichere Fotos geschossen habe und ich bin erst weitergekommen, als ich mehr geplant habe und mehr aus meiner Komfortzone rausgekommen bin, mehr im Background hatte, womit ich arbeiten wollte. Sonst macht man irgendwann nur noch das, womit man sich wohlfühlt und vergisst, dass man auch noch darüber hinausgehen kann. Deswegen ist das für mich super wichtig. Ein weiterer Punkt, Fotos, die jeder schon 100-mal gesehen hat. Also vor allem, wenn wir freie Arbeiten machen, Editorials machen, das ist im Beauty-Bereich genau das Gleiche, sollte man immer versuchen, nicht genau das nochmal zu erstellen, was es schon gibt. Das ist schön, um zu üben, aber in dem Bereich geht es darum, etwas zu machen, was wir noch nicht unbedingt gesehen haben. Man kann natürlich sich an anderen Stilen anlehnen, aber dann einen eigenen Twist daraus machen. Und der letzte Punkt hier, zu wenig Variation, zu wenig Looks. Das heißt, es ist bei einem Editorial nicht gefragt, 5 mega krasse Stylings zu haben, aber die alle in der gleichen Perspektive, in der gleichen Pose zu fotografieren, auch wenn man da manchmal so ein bisschen zu neigt, sondern so wie ich das eben auch versucht habe bei dem Live-Shooting, sollte man immer versuchen, vielleicht das Hintergrund noch zu ändern, das Setting noch zu ändern, mit Perspektiven wechseln zu arbeiten und auch mal Detailbildern und einfach verschiedene Zusammenschnitte zu kriegen. Das Gesamtbild sollte immer etwas Interessantes sein, wenn ihr euch nachher vorstellt, dass alle Bilder auf einer Seite drauf sind. So, jetzt kommen wir zum Commercial-Bereich. Da haben wir ja heute noch nicht ganz so viel drüber zu erzählt. Da ist für mich ein No-Go-Posing, das die Kleidung verdeckt. Das ist eigentlich relativ offensichtlich. Aber wir gehen hier jetzt ein bisschen mehr dazu über, dass wir darüber nachdenken, was würde denn ein Kunde erwarten, der uns dafür bucht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich ganz am Anfang genannt habe. Im Commercial-Bereich geht es wichtiger zumindest darum, das Produkt darzustellen und zu verkaufen, als die kreative Idee, was auf gar keinen Fall heißt, dass es irgendwie langweilig sein muss oder so. Man kann trotzdem super viele coole, kreative Sachen umsetzen. Dementsprechend sollte aber auch die Lichtsetzung erstens zur Marke passen und zweitens zur Kleidung passen. Ich glaube, das mit der Marke haben wir jetzt schon gut erkannt, wie viel das dort ausmachen kann. Lichtsetzung, die für die Kleidung gut ist, heißt aber auch, dass man, wenn man knitteranfällige Kleidung hat zum Beispiel, nicht unbedingt ein ganz hartes Licht nimmt und alle Fältchen noch betont, sondern da immer mitdenkt, was wäre da wohl das, was Sinn macht. Heißt aber zum Beispiel auch, bei dem Beispiel, was wir vorher hatten mit den Streetwear-Klamotten, dass man schauen sollte bei sehr heller Kleidung, die mini kleine Kontraste nur hat, was nehme ich da für ein Licht? Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt ein super hartes Licht empfehlen. Das ist mit einem weichen Licht tatsächlich einfacher, weniger Kontrast zu haben und dann die kleinen Details besser erkennbar zu machen. Da würde ich auf jeden Fall immer drauf achten. Ein weiterer Punkt ist dementsprechend dann auch Elemente, die vom Produkt ablenken. Also wenn ihr eine Kampagne shootet oder sowas, kann das mal sein, dass man noch mehrere Elemente im Hintergrund hat, im Vordergrund hat, die mit zu der Gesamtsituation gehören. Ihr solltet aber immer schauen, dass ihr da nicht zu krass vom Objekt ablenkt, sondern euren Fokus nicht verliert und natürlich trotzdem einheitlich bleibt. Also ich würde nicht zu viele verschiedene Farblooks benutzen oder im Optimalfall eher nur eine Farblook-Richtung, wenn ich ein Gesamtkonzept für eine Marke shoote, einen Auftrag shoote. Weil wir wollen trotzdem, dass erkennbar bleibt, dass es für einen eine Kollektion oder wie auch immer ist. Genau. Eine Sache, worauf ich dann technisch noch achten würde, ist, dass wir nicht zu sehr verzerren. Wir haben jetzt eben bei Editorial gesehen, dass das richtig cool sein kann, wenn man ganz weitwinklig von unten fotografiert. Das ist eine Sache, die ich im Commercial-Bereich eher vermeiden würde, weil das Produkt einfach nicht optimal darstellt. Also bei einer Hose, die nachher aussieht, als wäre sie 380 Meter lang, aber der Kunde möchte eigentlich wissen, passt die mir mit meinen 1,60, ist das eventuell nicht die beste Option. Also da arbeite ich eher mit Brennweiten, die eher der natürlichen Sichtweite entsprechen. Aber das zeige ich euch gleich nachher einfach einmal am Beispiel und erkläre da jetzt erstmal nicht so viel theoretisch.
Dementsprechend wäre auch ein No-Go, sich vorher nicht genug mit der Marke zu beschäftigen. Also man kann natürlich nicht etwas umsetzen, was zu der Marke passt, wenn man vorher nicht weiß, was zu der Marke passt. Da versuche ich wirklich immer vorher zu recherchieren vor jedem Projekt. Was hat die Marke schon? Was möchte die Marke schon? Und auch immer noch mal aktiv zu fragen, was ist das, was euch wichtig ist in dem Bereich? Was ist euch wichtig in der Kampagne? Ist das, an welche Zielgruppe ist das gerichtet? Also es macht schon Sinn, da manchmal so ein bisschen marketingtechnisch im Hintergrund zu schauen und auch nicht mit zu vielen Fragen in das Shooting reinzugehen. Also klärt das lieber immer im Vorhinein, seid vorbereitet, das wirkt immer gut. Also Fragen im Vorhinein wirken auf keinen Fall unprofessionell oder so, sondern eher das Gegenteil. Die Leute freuen sich, wenn ihr euch Mühe gebt, deren Konzepte zu verstehen und die umzusetzen. Genau, technisch ist dann auch ein Punkt, worauf ich immer achte, die richtige Verschlusszeit zu haben, oder ein No-Go wäre eine falsche Verschlusszeit. Ich arbeite da immer ab 1/200, weil wenn das Model sich bewegt, kann es schnell mal sein, dass darunter das Bild verschwimmt. Aber vor allem bei Commercial ist das ein absolutes No-Go, weil wir wollen das Produkt erkennen. Wenn das leicht verschwommen ist, hat man mal ganz schnell den ganzen Auftrag versaut, weil der Kunde dann nachher sagt, so, aber man erkennt die Details auf meinem Bild ja gar nicht. Das ist einfach nur schade, also da auf jeden Fall immer drauf achten. Und dementsprechend kommen wir jetzt zu ein paar Tipps zur Darstellung von Kleidung. Wir haben einiges jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Beim Lightsetting arbeite ich bei Commercial gerne mit etwas weicherem Licht. Meistens dann ein frontales Licht und höchstens hinten noch den Hintergrund ausgeleuchtet oder ein bisschen die Seiten vom Model ausgeleuchtet. Aber zum Beispiel ein Licht von links und rechts lässt meistens die Kleidung ein bisschen komisch da aussehen und zeigt Fältchen oder sowas vorne seltsam. Also dann am liebsten ein frontales Licht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel aber auch ein hartes Licht aufgebaut, was wir gleich ausprobieren. Das ist jetzt aber eher für so eine Kampagnensituation gedacht oder vielleicht für Social Media Content oder so, dass es einfach ein bisschen eine coolere Situation ist, aber es ist jetzt nicht die klassische Online-Shop-Situation. Dafür würde ich eher was Weiches nehmen und was Großes, weil es einfach einfacher ist nachher in der Umsetzung und mehr verzeiht, wie zum Beispiel jetzt sowas. Könnte man natürlich auch alles super gut mit einem Blitz genauso machen. Da würde ich dann einfach zum Beispiel einen ganz großen Schirm nehmen oder ähnlich beim harten Licht einfach einen Reflektor und dann hinten nochmal ein bisschen ausleuchten. Das sind da so Go-To-Settings, die immer einfach sind, auch wenn man sich noch nicht so gut mit dem Blitz auskennt und gut funktionieren. Auch ist ein Tipp, immer Testshots zu machen. Ruhig schon im Vorhinein. Selbst wenn das Model noch nicht da ist, nehmt euch einfach eine Assistentin, lasst die Klamotten einmal kurz vor den Hintergrund hängen und sprecht dann schon mal am besten mit den Kunden ab. Passt das Lichtsetting so für euch? Nehmt euch auch genug Zeit, das vorher auszuprobieren. Also kommt lieber eine Stunde eher und testet das Licht, damit ihr auf der sicheren Seite seid und nicht nachher gestresst am Set steht, weil das Licht nicht so funktioniert und der Kunde sagt so, aber was ist denn das da? Lieber alles vorher testen und gerne auch eventuell sogar mit einem Farblook am Set dem Kunden zeigen, was ihr da gemacht habt und einmal mit dem abstimmen, stimmt das Grundsetting so? Weil bei Commercial hat man sehr oft den Fall, dass man ein Setting über eine lange Zeit durchzieht und wenn ihr da am Anfang irgendwas komisch gemacht habt und dem Kunden gefällt das nicht, habt ihr eventuell ein Problemchen. Deswegen finde ich das sehr wichtig und da auch nochmal der Hinweis mit dem Tethern, ne, ist natürlich viel einfacher, dem Kunden zu zeigen, was ihr da gemacht habt auf einem Bildschirm als auf dem kleinen Kamerabild. Da sagen die dann auch vielleicht so, ja, ob das jetzt scharf ist, kann ich dir auch nicht sagen auf diesem kleinen Bild. Und ob ich die Farben mag, deswegen, das finde ich immer sehr wichtig. Technisch ist da ein Tipp auch immer eher zu dunkel als zu hell zu fotografieren. Vor allem wieder bei dem helle Klamottenbeispiel. Wenn ihr helle Kleidung so fotografiert, dass es komplett angeblitzt ist und es kommt hell zu euch zurück und dann habt ihr das Bild zu hell fotografiert, wird es euch schwerer fallen, da genug rauszuholen. Wenn ihr dunkler fotografiert, könnt ihr noch viel mehr rausholen als andersrum. Das finde ich da immer sehr hilfreich, darauf zu achten. Auch bei der Blende schaue ich da immer, vor allem bei Kleidung, dass ich nicht zu offen gehe. Vor allem bei irgendwie Online-Shop-Sachen oder so, weil ich nicht möchte, dass irgendwas unscharf wird. Ich gehe dann schon ab Blende 4 oder so, damit auch wenn der Model vom Arm mal vorne ist oder das Model so zu euch steht, nicht nur das hier scharf ist oder nur das Gesicht scharf ist und der Ellenbogen ist schon wieder unscharf, sondern im besten Fall alles.
Genau, natürlich braucht ihr dafür dann auch irgendwie eine scharfe Kamera, die nicht so ein krasses Rauschverhalten hat, weil sonst kriegt ihr auch wieder Probleme. Dann nochmal ganz praktische Tipps für die Vorbereitung, wenn ihr sowas noch nicht so oft gemacht habt und irgendwie mal so einen Modejob machen solltet. Bereitet euer Model vor. Das ist eigentlich bei jedem Job eine gute Sache. Aber vor allem bei Fashion, sagt dem Model vorher, bring bitte hautfarbene, am besten ohne Abdrücke, Unterwäsche mit. Seid rasiert, wenn das nicht anders irgendwie gewollt ist. Habt natürliche Nägel und bringt vielleicht eine Tüte mit. Klingt richtig witzig, ist aber manchmal ein Lifesaver, dem Model eine Tüte zu geben zum Überziehen. Wenn es schon Make-up bekommen hat, schmiert ihr euch sonst die Klamotten mit dem Make-up zu. Kennt ihr bestimmt, ist richtig doof wegzubearbeiten. Also lieber eine Tüte mitbringen, das kann manchmal Leben retten. Und verlasst euch da auch nicht unbedingt auf den Model oder den Kunden. Also man denkt manchmal, die Kunden haben super viel Erfahrung und die sagen den Models bestimmt alles vorher. Ist nicht so, manchmal. Also ich gehe da oft lieber auf Nummer sicher und sage nochmal den Kunden, bitte weist das Model darauf hin, dass es das mitbringen soll, auch wenn ihr keinen direkten Kontakt zu dem Model habt. Das wird viel öfter vergessen, als man denkt. Das Gleiche mit natürlichen Nägeln. Also wenn das nicht eh schon professionelle Agenturmodels sind, ist mir schon so oft passiert, dass die dann irgendwie ganz lange pinke Kunstnägel hatten oder was auch immer. Und wenn ihr dann Jeans-Looks shooten wollt und das Model soll irgendwie die Hose hochziehen auf den Bildern, ist das eventuell nicht der Look, den ihr wollt. Und das ist nicht mal eben so schnell am Set geändert. Deswegen da mal lieber drauf achten. Auf meiner Vorbereitungsseite ist für mich immer was, was ich auf jeden Fall dabei haben sollte, wenn wir nicht einen Stylisten dabei haben, der sowieso darauf achtet, irgendwie ein Steamer, Bügeleisen oder sowas, einfach nochmal um drüber zu gehen, falls man Fältchen kriegt, weil Fältchen wegbearbeiten, wer das schon mal gemacht hat, macht keinen Spaß, kostet auch Zeit und Zeit ist Geld, wenn man das beruflich macht, deswegen lieber einen Steamer dabei haben. Das gleiche gilt für irgendwie kleine Klammern. Ich habe zum Beispiel immer sowas hilft mega, wenn die Hose zu groß ist oder der Pulli zu schief sitzt oder so, das einfach einmal hinten am Model festzustecken. So kriegt ihr das ein bisschen auf jede Größe geschummelt. Eventuell dann auch noch Stecknadeln, falls man mal kleinere Sachen hat, aber so Klammern helfen schon viel weiter. Und auch Fashion Tape, um irgendwie was festzukleben oder was abzukleben, was man nicht sehen soll. Im besten Fall habt ihr dann vielleicht sogar noch Budget für einen Stylisten und weist den Kunden darauf hin, dass das vielleicht cool wäre, wenn noch jemand dabei ist, der dem Model noch ein bisschen Accessoires geben kann und am Set darauf achten kann, dass alles cool sitzt. Aber ganz oft ist es nicht so, ist auch nicht so schlimm, aber dann bringt euch irgendwie einen Assistenten mit, der darauf achten kann, weil ihr sollt euch als Fotografen aufs Shooten konzentrieren und nicht nur auf die Kleidung. Natürlich ist es am besten, für beides ein Auge zu haben, aber es hilft sehr, wenn man jemanden hat, den man daneben stellen kann und sagen kann, bitte achte darauf, dass die Kleidung keine Falten hat, dass sie gut sitzt. Ich frage dann auch immer die Kunden, wie die Kleidung sitzen soll. Also es kann zum Beispiel bei Jogginghosen oder so mal sein, dass der eine Kunde möchte, dass die Jogginghosen so sitzen und ganz eng und zugeschnürt und der andere möchte, dass das Baggy-Jogginghosen sind. Und das kann eventuell ganz anders aussehen und dem Kunden ist sowas aber super wichtig. Deswegen ist es gut, wenn man jemanden hat, der darauf achten kann und die Aufgabe nicht nur dem Model alleine überlassen wird. Und ich denke, das ist der letzte Punkt von der Folie. Posenplan haben wir eben auch schon drüber geredet. Aber das heißt auch, dass ich vor allem bei so knittrigen Sachen eher erstmal stehend anfange und dann in sitzende Posen gehe. Weil jetzt zum Beispiel bei so einer Hose, wie ich sie anhabe, wenn ich da 10 Minuten so hocke, habe ich hier nachher alle Falten. Deswegen fange ich lieber erstmal mit stehenden Posen an und gehe dann in sitzende Posen und beachte da die Reihenfolge. So. Und diesmal machen wir es ein bisschen anders. Ich rede ein bisschen kürzer und dafür rede ich gleich ein bisschen mehr beim Shooten. Deswegen könnten wir jetzt schon mal Diana herholen, wo auch immer sie ist. Sie ist auf dem Weg. Genau, also wir haben jetzt ein anderes Model für den zweiten Teil und zwar Diana. Genau, perfekt. Sie hat auch wieder wie Darlene kleine Outfit-Switches, die wir machen können, aber diesmal ein bisschen kommerzieller. Wir tun so ein bisschen so, als würden wir irgendwie einen coolen Levi's-Jeans-Look machen. Also nochmal was ganz anderes als vorher, nicht so ausgefallen. Man kann ein bisschen mehr mit den Posen rumprobieren. Hallo, und da ist sie.
Genau, also sie hat jetzt erstmal dieses Outfit. Wir haben dann aber, da geht es dann einfach erstmal um eine coole Jeans. Danach haben wir auch noch die Option, eine Jeansjacke drüber zu ziehen, um da ein bisschen zu gucken, wie könnte das sitzen, worauf könnte man da achten. Und wir haben ganz zum Schluss auch einfach nochmal einen stinknormalen dicken Hoodie. Aber einfach, um euch zu zeigen, worauf kann man vielleicht achten, wenn man so einen Hoodie fotografiert. Da denkt man jetzt erstmal, da gibt es nicht so viel zu beachten, der schlabbert da sowieso rum, aber gibt schon ein paar Sachen, wo man drauf achten kann. Und das gehen wir gleich erstmal durch. So. Daran zeige ich euch jetzt gleich erstmal ein paar Sachen. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dieser ein bisschen cooleren Kampagnen-Style-Licht-Situation. Und du kannst dich erstmal da einfach ganz bequem hinsetzen. Wir machen jetzt erstmal so ein paar coolere kommerzielle Bilder. Oh, wo hängt denn meine Kamera? Kannst du die einmal annehmen? Danke. Ich schalte in der Zeit schon mal kurz zurück in Capture One, damit ihr direkt wieder sehen könnt, was ich tue. So, danke. Ich stelle mir jetzt erstmal kurz wieder meine Kamera um. Eben zwischendurch kamen auch so ein paar Fragen zur Verschlusszeit und zur Blende. Deswegen dachte ich, ich gehe da jetzt gerade mal kurz ein bisschen genauer drauf ein. Übrigens an der Stelle auch gerne im Livestream, ne, wenn ihr Fragen habt, immer sehr gerne stellen. Eben habe ich euch nicht so viel darauf aufmerksam gemacht, dass das geht. So. Lea, hast du den Livestream offen? Okay, sehr gut. So, also. Ich mache mal kurz ein Foto vom Boden. Nee, mache ich nicht. So, ich stelle jetzt erstmal ganz kurz grob ein. Und dann reden wir kurz über die Einstellung. So. Okay, jetzt mache ich einmal kurz einen Testshot. Du kannst vielleicht grob reingucken. Dann kann nämlich Kati, ich mache nochmal NAS, weil dann kann Kati nämlich gleichzeitig einmal kurz auf dem Bild gucken, wie das Make-up aussieht. Das machen wir generell immer gerne. Nö, kannst den Schmuck anlassen. Wir sind ja jetzt erstmal cool. Wir tun einfach so, als wäre das das Styling, was dazu gehört. Genau, also das mache ich auch immer gerne. Ich mache immer erstmal einen Testshot, wo das Model einfach nur irgendwie in die Kamera guckt, damit der Make-up-Artist einmal auf dem Bild gucken kann, wie alles aussieht. Weil so Sachen wie glänzend das Gesicht aussieht, das erkennt man dann letztendlich nur in der richtigen Lichtsituation. Deswegen macht das immer Sinn und auch wie die Haare jetzt gerade liegen, wenn das Model ganz frontal reinguckt und sowas. Deswegen macht sie das jetzt einmal gerade. So, aber wir reden ganz kurz über meine Einstellungen. Also wie eben schon gesagt, habe ich hier geschaut, dass ich mit der Blende nicht allzu weit runtergehe, aber mein Dauerlicht hier ist jetzt nicht so mega stark. Normalerweise würde ich ein bisschen geschlossener gehen mit der Blende, damit ich weniger Unschärfen habe. Würde ich vielleicht auf so eine 6 oder 7 gehen, wenn ich einen Blitz habe, jetzt in so einer Ganzkörpersituation. Wir passen das jetzt einfach ein ganz bisschen an, damit ich heller bin. Mit der Verschlusszeit gehe ich immer auf mindestens ein 200stel, wie ich vorher auch schon gesagt habe, damit sie sich gleich bewegen kann, ohne dass sofort alles unscharf wird. Und mit der ISO versuche ich natürlich auch so niedrig zu bleiben, wie es irgendwie geht. Ich bin jetzt hier aber schon ein bisschen hochgegangen, damit ich mit der Blende nicht zu weit schließen muss. Also das ist ja immer ein Zusammenspiel aus allen Perspektiven. Die Wissensstände sind hier so ein bisschen unterschiedlich, deswegen werden manche das schon wissen und manche sind so, ja, okay. So. Bist du zufrieden? Ja? Okay. Kathi ist ganz zufrieden. Dann bin ich auch zufrieden. So. Und jetzt kannst du einfach erstmal irgendwie sitzen. Ich wollte erstmal ganz kurz zeigen, was ich vorher meinte mit einer natürlichen Sicht, natürlichen Brennweite. Und zwar ist unser natürliches, also unser Auge, unsere Sicht hat ungefähr so eine vergleichbare natürliche Brennweite von 50 mm. Deswegen versuche ich für so Commercial-Sachen, wo der Kunde das Produkt gut erkennen soll, nicht allzu weit davon abzuweichen. Das heißt aber auch, dass ich in so einer Situation, wo ich das ganze Outfit abbilden möchte, lieber ein bisschen weiter weggehe und auf 50 mm fotografiere oder sogar 60 mm, als ganz nah dran zu gehen und auf 24 mm zu fotografieren. Weil, ich mache mal beides, aber eigentlich habt ihr es eben auch schon ein bisschen gesehen, das ist ihr ganzes Outfit in 24 mm. Ich glaube, es wäre besser zu erkennen, wenn du stehst. Kannst du einmal kurz stehen? Genau, also das ist ihr Körper und ihr Outfit
auf 24 mm nah dran und ne, ungefähr auf Höhe von ihrem Bauch, sage ich jetzt mal. Und das ist ihr ganzes Outfit und ihr ganzer Körper in 60 mm. So. Ich glaube, ihr seht den Unterschied. Bei der ersten Variante, wo ich nah dran bin, sieht sie viel kleiner aus und der Bauchbereich sieht ein bisschen verzerrt aus, das Gesicht sieht ein bisschen lang aus, auch wenn die Objektive schon kaum verzerren. Und wenn ich weiter weg bin und näher reingehe, sieht alles viel natürlicher aus, eher so, wie wir das in echt sehen. Und das ist für so Situationen, wo man möchte, dass es so aussieht wie in echt und nicht künstlich verzerrt, die bessere Option. Sage ich jetzt, weil das so ein typischer Anfängerfehler ist. Und auch manchmal so eine Sache, warum Models nach dem Shooting sagen, irgendwie sehe ich bei dir komisch aus auf den Fotos. Das ist schon mal was ich gehört habe. Das könnte ein Grund dafür sein, warum man irgendwie komisch aussieht auf den Fotos. Genau. Darauf achten wir auf jeden Fall ein bisschen. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf meine Folie gucken, was ich euch noch dazu sagen wollte. Nee, habe ich eigentlich schon alles gesagt. Okay. Dann noch einmal ganz kurz. Ich habe auch hier einen kleinen Posing Guide zusammengestellt, wie beim Editorial. Ist fast genau das Gleiche. Das Einzige, was ich hier noch ergänzt habe, ist Rücken. Also bei Commercial Shots kann es manchmal auch gefragt sein, Fotos von hinten zu machen. Denkt man vielleicht nicht direkt drüber nach, aber vor allem für so eine Hose oder für so einen Hoodie, wo ein Aufdruck ist, auf jeden Fall lieber machen und lieber die Kunden danach fragen, ob die das haben wollen. Und ich habe das mit dem Effekt unten weggelassen, weil das für Commercial eher untypisch ist. Wir wollen ja nichts Verzerrtes haben oder Verwackeltes oder wie auch immer. Zumindest in den meisten Fällen. Und auch hier gibt es ein paar Posing-Ideen, die wir gleich so ein bisschen durchgehen. Ich klicke einmal kurz durch. Könnt ihr einmal kurz auf euch wirken lassen und Diana auch. Also ich sage jetzt quasi kurz vor Ort, was sie gleich zu tun hat. Aber sie hat es schon vorher gesehen, damit wir ein bisschen schneller sind. Also hier seht ihr es ganz gut, worum es bei so Rückenshots gehen kann. Und das heißt auch gar nicht irgendwie langweilig einfach nur stehen, sondern da kann man trotzdem eine coole Pose einbinden. Kann manchmal auch eine interessante Perspektive sein. Ich kann euch die Folien später übrigens auch geben. Ich sehe schon Leute Fotos machen. genau, Anlehnen und in Bewegung haben wir hier auch, aber in Bewegung haben wir hier ein bisschen weniger dynamisch, sage ich jetzt mal, sondern ein bisschen lockerer, ein bisschen werbetypischer. Das in Bewegung hier zeigt immer in irgendeinem Weg, wie das Produkt aussehen könnte, wenn wir uns bewegen. Also hier wurde dann wahrscheinlich noch irgendwie die Tasche eingebunden, da zeigt das Model, wie man die Jacke zumacht. Das ist auch eine super beliebte Pose, einfach mit der Kleidung zu spielen. In Bewegung, macht das Bild interessanter und zeigt direkt so, das kann man hier machen mit meinem Outfit. Genau, hocken und sitzen kann man tatsächlich im Commercial-Bereich auch machen. Vor allem, wenn wir irgendwie was für Social Media oder so machen, geht es gut. Da geht es ja eher darum, den Vibe einzufangen. Wenn ich jetzt aber für den Online-Shop oder so was zeigen möchte, würde ich das hier jetzt zum Beispiel natürlich eher nur für die Oberteile machen. Für die Hose macht das jetzt nicht ganz so viel Sinn. Genau, dann mache ich da auch gerne immer noch mal ein Porträt. Vor allem natürlich, wenn es irgendwie was ist, ein Oberteil ist, um den Kragen noch mal zu zeigen. Und auch sehr gerne noch mal Details. Da haben wir hier, finde ich, ein paar ganz schöne Beispiele. Ist auch immer super beliebt, um irgendwie die Stoffbeschaffenheit zu zeigen. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr selber auf Online-Shops unterwegs seid, habt ihr vielleicht auch schon mal was bestellt, wo ihr dachtet, boah, sieht ja cool aus, dann kommt das an und ist in Samtoptik und ihr seid so, nee, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Deswegen ist so ein Detailshot manchmal auch noch ganz gut. So. Jetzt gehen wir aber wieder in Capture One und shooten ein bisschen. Also, wir tun jetzt, du kannst dich gerne wieder hinsetzen. Wir tun jetzt erstmal so, als würden wir ein paar coole Shots für die Hose machen. Deswegen kannst du dich ruhig vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten anlehnen, damit man die besser sehen kann. Genau, perfekter Assistent, direkt die Schildchen versteckt, die wollen wir nicht sehen.
Okay, sehr gut. Zieh mal hier kurz an deinen Haaren, da hängen so ein paar Strähnchen. Genau, perfekt. Danke. Okay, so. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich mache mal kurz einen Shot. Aber ich finde, du kannst noch so ein bisschen dich mehr reinflezen, damit man noch ein bisschen mehr von der Hose sieht. Cool. Ja, sehr schön. Mache jetzt einfach so ein paar coole Moods. So. Genau. Und was ihr hier schon seht, was praktisch ist, Diana guckt immer schon selber, dass die Hose gut sitzt und sich nicht zu sehr hochrollt oder sowas. Genau. Ich habe Angst, dass ich hier gleich alles runterreiße. Ja, sehr cool. Und was sie auch direkt von selber macht, sie spielt ein bisschen mit der Hose. Ist natürlich ganz cool, um da noch so ein bisschen den Fokus drauf zu haben. Was ich jetzt machen kann, wenn sie sowas macht, ist, ich kann mir direkt noch einen Detail-Shot mitnehmen, der so ein bisschen was anderes ist. Aber tatsächlich würde ich jetzt, wenn es ein echter Job wäre, gucken, dass es nicht ganz so faltig hier in dem Bereich ist. Aber wir ignorieren das jetzt einfach mal. Wir haben darauf geachtet. Okay, kannst du nochmal nach vorne rutschen und eher einfach so ganz cool breitbeinig sitzen? Genau. Sehr cool. Sehr schön. Ihr seht schon, da sind auch mal ein paar Bilder dabei, wo man gar nicht so viel von der Hose erkennt. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass was für irgendwie so ein Instagram-Swipe ist oder so, wo mehrere Bilder hintereinander sind, ist das auch vollkommen in Ordnung. So, okay, ich überlege gerade, was wir noch machen können. Kannst du noch mal irgendwie vielleicht so ein bisschen seitlich, dass du schon so fast liegst auf dem Sofa, das ist ja so riesig. Genau, eher sowas. Ja. Jetzt hole ich auch noch das Licht ein bisschen näher an sie ran, damit sie frontaler von oben angeleuchtet ist. Ihr müsst aber echt nachher nochmal auf dem Bildschirm gucken, alle, die das können. Die Farben hier in unserem Monitor sind sehr bunt. Sieht denn echt noch ein bisschen cooler aus. Sehr schön. Kannst du vielleicht das eine Bein noch so irgendwie komisch nach vorne machen? Genau. Genau, dass ich das noch so ein bisschen im Anschnitt habe. Ich glaube, das reicht uns schon erstmal. Vielleicht kannst du dich noch neben den Sessel, was ist es, ein halbes Sofa stellen. Ach, ich weiß nicht, ob man sich darauf anlehnen kann, das ist ein bisschen weich. Vielleicht stehst du einfach nur mal daneben rum. Dann schieben wir das vielleicht so ein bisschen zur Seite. Ich glaube, du kannst das sogar einfach mit dem Bein schieben. Das ist super leicht. Ja. Genau. So, wir machen noch mal ein paar Bilder, wo man die Hose besser erkennt, aber trotzdem den Vibe von so einem "Ich sitze cool zu Hause auf dem Sofa" Bild hat. Also hier in dem Jeans-Case achten wir jetzt dann ein bisschen mehr darauf, dass man sieht, wie die Hose sitzt. Da finde ich es zum Beispiel gut, dass sie schon so ein bisschen locker in die Taschen geht, damit das alles so ein bisschen baggy aussieht. Das ist ja auch der Stil der Hose. Genau. Ja, sehr schön. Genau das, was sie da jetzt macht, ist auch so ein richtig cooler, klassischer, kommerzieller In-Bewegung-Move.
weil da ein bisschen was los ist, aber man erkennt trotzdem die Hose richtig gut. Dann kannst du jetzt einmal versuchen, dich vielleicht so ein bisschen an die Wand anzulehnen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie umkippt, wenn man sich dagegen lehnt. Vielleicht nicht zu sehr dagegen lehnen. Ah ja, perfekt, dass hier direkt jemand vom Studio ist. Sehr gut. Gehe dann natürlich immer mit meinem Licht mit. Das ist natürlich der Vor- und Nachteil von künstlichem Licht. Wir können es mitnehmen, aber wir müssen auch dran denken. So, ich mache erstmal noch ein paar Shots für die Hose. Finde ich, hier erkennt man jetzt sehr gut den Schnitt. Dann machen wir ruhig auch direkt mal ein paar seitliche. Genau. Da finde ich es auch gut, dass sie jetzt mal das eine Bein nach vorne macht, mal das andere Bein nach vorne macht. Dann kann man später gucken, was da am vorteilhaftesten ist. Sehr gut. Und jetzt sage ich, wir machen noch mal ein paar Fotos für das Oberteil. Also du kannst ruhig ein bisschen mit dem Oberteil spielen, da ein bisschen rumprobieren und präsentieren, was es zu bieten hat. Geht jetzt da ganz gut mit dem Oberteil, finde ich, weil das eh so eng sitzt. Da sieht man nicht so viele Falten. Und es passt ganz gut zu dem Vibe. Sehr schön. Okay. Hier hat man jetzt nicht ganz so viele Details zu zeigen, deswegen brauchen wir jetzt Kleidung, wo man ein paar Details sehen kann. Das war jetzt natürlich erstmal ein sehr basic Outfit. Deswegen haben wir jetzt hier als unser Commercial Objekt, an dem wir etwas zeigen wollen, eine dicke Jeansjacke. Genau, die kannst du einmal anziehen. Wenn ich jetzt wirklich Fotos für diese Jeansjacke machen wollen würde, würde ich jetzt erstmal sagen, okay, lass uns Bilder machen, wo du einfach nur ganz entspannt stehst und die Jacke hängt, damit der Kunde einmal richtig gut sehen kann, wie sie sitzen soll. Also der Kunde im Sinne von der die Jacke später kaufen soll. Ich bin da tatsächlich auch immer relativ schnell, weil vor allem bei professionellen Models, wenn wir einmal einen Shot haben, wo man die Jacke so gut sieht, machen wir direkt weiter. Dann mache ich mal ein paar, ein bisschen in Bewegung, cool gepostet. Genau, sehr cool. Und das mache ich dann auch nochmal im ganzen Outfit. Damit wir direkt noch so eine Outfit-Inspo haben, kannst du so ein bisschen nach da gehen. Genau. Ja, sehr cool. Bei der Jacke könntest du jetzt gut auch noch ein paar Bilder in der Hocke machen, weil es geht uns ja eh erstmal um die Jacke und die sitzt auch so gut. Ja, sehr cool. Ich habe es mir heute natürlich ein bisschen einfach gemacht, weil die Models alle wissen, was sie tun sollen. Brauche ich gar nicht so viel anweisen. Aber ihr merkt, selbst wenn ich nicht so viel anweisen muss, kommuniziere ich trotzdem mit ihr ständig die Richtung, in die wir gehen und lasse sie nicht alles alleine machen. Okay, dann steh nochmal auf und wir machen erstmal so einfach ganz normal eins von hinten. Auch wenn bei der Jacke nicht ganz so viel passiert, ist es ja für den Kunden hier vielleicht interessant, dass da so eine Schnalle an der Hüfte sitzt. Genau, da auf jeden Fall darauf achten, dass nicht unbedingt die Haare darüber hängen. Das hat sie jetzt auch schon von selber korrigiert. Wollen natürlich die Jacke sehen und nicht die Haare. Hier könnte ich jetzt direkt auch noch mal gut ein paar Details machen von der Schnalle. Ich komme nur, glaube ich, nicht ganz so nah dran, ohne meinen Laptop runterzureißen. Genau, vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen nach hinten. Genau. Da könnte ich jetzt natürlich einfach so einen Shot machen. Wäre aber nicht ganz so interessant, deswegen würde ich sie jetzt vielleicht mal darum bitten, irgendwie die so ein bisschen anzufassen. Genau. Ja, da ist sie. Das können wir vielleicht auch mit den Schnallen vorne sonst machen. Ich glaube, da sind auch welche. Nee, aber wir können einfach mal den Kragen als Detail nehmen. Genau, da ist auch noch so ein Band. Hier, da.
Genau, nehmen wir das auf jeden Fall einmal mit. Und auch hier wieder, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch gerne irgendwelche praktischen Fragen, ihr könnt alles einwerfen, sowohl ihr vor Ort als auch im Livestream. So, ich würde sagen, da haben wir was Cooles. Du kannst vielleicht sonst noch mal zeigen, dass die Jacke Taschen hat. Weil das haben ja nicht alle Jacken. Die sind weiter oben. Ja, genau. Also da gerne immer gucken, was hat das Kleidungsstück zu bieten. Was können wir präsentieren? Wie hoch im Sinne von wie weit oder wie nah? Also nach oben hin würde ich jetzt, wenn ich so ein Detail von der Jacke mache, ist es eigentlich egal. Also das verzerrt ja dann irgendwann nicht mehr so doll. Also ich würde jetzt auch mit, und ich shoote glaube ich auch einiges mit 70 machen. Das ist kein Problem. Ich würde es auch mit 85 machen. Also vor allem, wenn es um so Sachen geht, wo ich jetzt keinen crazy Effekt haben möchte. Kannst du noch mal gerade zu mir stehen und irgendwie so die Arme so ganz cool raus, genau. Ja, cool. Okay. Ich glaube, da haben wir was. Dann machen wir weiter mit unserem nächsten Vorführobjekt der Begierde. Und zwar habe ich einfach noch einen stinknormalen Hoodie. Aber da kann man auf jeden Fall auch ein paar Sachen dran zeigen, die man eventuell mal vernachlässigen könnte, aus Versehen. Versuch mal einfach selber reinzuschlupfen am besten. Kathi guckt einfach, dass danach auch alles gut aussieht. Da merkt ihr schon, das kann auf jeden Fall eine Challenge sein, wenn die Models sich viel umziehen müssen, dass Haare und Make-up nachher noch ordentlich aussehen. Warte. Ja, genau. Vielleicht lassen wir die Haare sogar ein bisschen drinne, oder? Ne? Weil jetzt hat sie sonst zu lange Haare, die das Outfit verdecken. Also wenn wir jetzt nur Hoodies machen würden, würden wir vielleicht eher eine Frisur wählen, wo die Haare zusammen sind. Damit wir nicht ständig Haare über den Schriftzügen hängen haben, das wollen wir natürlich nicht. Genau, also da merkt ihr wieder, selbst wenn es, wenn ihr keinen Make-up-Artist habt, der am Anfang das Make-up macht und da denkt, okay, das ist natürlich, es lohnt sich schon alleine, weil der Make-up-Artist dann sowas übernehmen kann und auf die Haare achten kann. Wenn ich da jetzt noch die ganze Zeit neben dem Fotografieren am Model rumzuppel, weiß ich irgendwann überhaupt nicht mehr, worauf ich achten soll, wenn ich auch noch auf die Klamotten gucke und alles. So, was ich hier jetzt aber kurz machen wollte, wir nehmen jetzt einmal kurz das andere Lichtsetting, weil das ein bisschen mehr forgiving ist. Warte mal, aber ich mache euch vorher einen Testshot so, damit wir den Unterschied sehen. Also jetzt machen wir nichts, wir lassen den Pulli einfach hängen, wie er ist und haben das harte Licht. Vielleicht auch noch einmal kurz von hinten. Okay, reicht schon. Und ich wechsle jetzt einmal auf das weiche Licht. Das heißt, du kannst auch einfach einmal ein bisschen rüberkommen. Das machen wir einfach weg. Ich versuche mal keinen anzuleuchten. Aber ein bisschen Helligkeit hilft auf jeden Fall heute Abend. So. Hier stelle ich mir jetzt wieder das weiche Licht frontal auf sie. In einer echten Jobsituation würde ich mir jetzt hinten noch vielleicht links und rechts ein weiches Licht hinstellen, das den Schatten von ihr auf dem Hintergrund noch ein bisschen minimiert. Den will ich eigentlich nicht haben. Aber wir machen es uns jetzt hier ein bisschen einfacher. So. Habe ich die volle Power von meinem Licht? Habe ich. Vor allem bei solchen Sachen immer mit dem Maximum gehen, was ihr habt. Zumindest bei Tageslichtlampen. Blitze haben ja eh ein bisschen mehr Power. Damit ihr keine Einbüßen in der Qualität mitnehmen müsst.
So. Hier passe ich mir jetzt alles ein bisschen an. Der Lichtformer ist ein bisschen weicher und schluckt mehr, deswegen bin ich mit der ISO ein bisschen mehr hochgegangen. Ich zeige es euch einmal kurz. So, und eigentlich müsste der Blitz das Licht auch noch ein bisschen runter, damit es vorteilhafter für sie ist. Also bei Commercial achte ich sehr stark darauf, dass es für die Klamotten vorteilhaft ist, fürs Model vorteilhaft ist, noch ein bisschen mehr als bei Editorial-Sachen. Am vorteilhaftesten ist meistens frontal, leicht von oben. Und soft natürlich, softes Licht auch eher, weil das die Haut auch ein bisschen ebenmäßiger aussehen lässt. So. Okay. Und jetzt drapieren wir uns den Hoodie mal ein bisschen schöner, weil der sah jetzt auf den ersten Bildern so ein bisschen hängend aus. Also ich würde den vorne noch so ein bisschen runterziehen. Genau, dass es eher so sitzt, wie es sitzen soll. Ich würde die Kapuze genau schön aufstellen. Top, dass Katja das hier direkt macht. Genau. Also vor allem bei so dicken Kapuzen kann es auch ein Qualitätsmerkmal zu zeigen, dass die so sein, zu zeigen, dass sie so schön dick aufstehen und nicht irgendwie runterhängen. Es sieht vielleicht ein bisschen hochwertiger aus. Und wir wollen auch den Schnitt so zeigen, wie er aussehen soll. Deswegen haben wir den Hoodie jetzt ein bisschen gerader gemacht. Auch die Ärmel so, dass die gut sitzen. Genau. Schauen, dass wir nicht komisch viele Fältchen haben. Kathi hat wieder geschaut, dass die Haare nicht auf dem Logo sitzen oder sowas. So, und jetzt machen wir so nochmal einen Shot. Auch ruhig erstmal ein bisschen gelangweilt gerade rumstehen. Genau. Sieht auf jeden Fall noch so ein bisschen boxig aus, aber könnte man jetzt noch optimieren. Aber ich zeige euch mal ganz kurz den Unterschied. Das ist unser weiches Lichtsetting jetzt. Ist leider echt ein bisschen verfälscht, weil das jetzt ein bisschen sehr kontrastreich da unten ist. Das ist in echt ein bisschen weicher. Und das ist unser Bild vorher. Da seht ihr jetzt vielleicht ganz gut im direkten Vergleich, hoffe ich, dass hier unser Pulli gar nicht so richtig beige aussah, so wie der in echt aussieht. Ne, der sieht fast weiß aus. Und das ist nicht das, was wir wollen. Hier mit dem etwas weicheren Licht sieht der deutlich beiger aus und auch die Fältchen, die hier unten sind, fallen nicht so auf. Also streng genommen müsste man hier jetzt auch noch mal so ein bisschen drüber bügeln, wahrscheinlich, damit der noch besser aussieht. Und im Sitz haben wir darauf geachtet, dass die Kapuze hier gut liegt. Auf unserem ersten Bild, wo wir nichts gemacht haben, sieht die Kapuze aus wie irgendwie so ein Lappen, der darum hängt, so ein bisschen. Und alles ist hier so ein bisschen grisselig. Also da einfach nur ein kurzes Beispiel dafür, was das für einen Unterschied machen kann, ein bisschen aufs Licht zu achten und ein bisschen einmal die Kleidung zu richten. So, das zeigen wir auch noch mal ganz kurz von hinten, was ich jetzt hier für einen Shot machen würde. Also jetzt hier in dem Hoodie-Beispiel würde ich zum Beispiel schauen, dass die Kapuze gerade aufgerichtet ist und gut liegt. Und dann einfach einmal einen Shot so machen und vielleicht auch noch einmal ganz, ganz gerade zu mir. Genau. Das sind so die Basics, die ich da jetzt auf jeden Fall machen würde und dann auch noch mal vorne das Logo. Also das sind jetzt die langweiligen Online-Shop-Basics. Genau. Und hier auch wieder zeigen, dass es Taschen hat. Und danach könnte man jetzt noch ein paar coole Posen machen. Da können wir noch mal ein paar Sitzende machen. Du kannst dich einfach ein bisschen bewegen. Lass uns erstmal Stehende machen. Du post jetzt einfach mal so, wie du es machen würdest, wenn ich nicht die ganze Zeit laber. Macht sie, okay? Ja, cool. Und da auch gerne einfach mal ein bisschen beobachten, wie sie das macht. Diana macht sehr viel solche Jobs. Da sind auf jeden Fall Sachen bei, die man immer gut an Models weitergeben kann. Also gerne recht viel in Bewegung bleiben und viel anbieten. So wird es nicht langweilig und ich brauche ja keine drei gleichen Shots, wo sie gerade zu mir steht. Genau. Und vor allem bei solchen Online-Shooting-Shops kann es gut sein, dass man ganz viele Produkte an einem Tag hat. Da ist es natürlich toll, wenn man schnell ist. Sehr schön. Bin jetzt noch mal ein bisschen näher gegangen. Wieder der Vorteil am Zoom-Objektiv, ich muss mich gar nicht viel bewegen und mache noch ein paar Details.
naja, keine Details, eher so Halbkörpershots. Sehr cool. Ich gehe mal einmal kurz an ein Detail an den Arm. Das war schön, wie du das gemacht hast. Den Schmuck würden wir jetzt übrigens eigentlich eher abnehmen für sowas, damit er nicht ablenkt. So. Und dann machen wir noch mal ein paar coole sitzende, so ein bisschen ASOS-Style. Kannst auch ruhig die Kapuze ein bisschen aufsetzen. Können ja zeigen, dass wir sie haben. Gibt es hier gerade irgendwelche Fragen? Ich habe nicht gesehen, ob es im Livestream noch irgendwas gab. Ich war jetzt hier so im Shooten. Gucke mal kurz hier in die Runde. Sieht gut aus. Ja. Hier hat gerade jemand gefragt, dass es fast schon ein bisschen nach Fließbandarbeit aussieht und viel in kurzer Zeit abproduzieren. Und das ist natürlich auch so, ne? Also es wäre schön, wenn die Kunden einfach sagen würden, ihr habt 3 Stunden für 3 Outfits. Würde ich mich auch drüber freuen. Aber in der Realität ist es ja meistens leider nicht so. Die wollen natürlich möglichst wenig Stunden bezahlen. Deswegen gucken wir, dass wir uns ein bisschen beeilen. Uns nicht mega stressen, aber effektiv arbeiten. Genau. Und so eine Online-Shop-Situation ist dann natürlich nochmal deutlich weniger kreativ, als wenn man jetzt sagt, man macht was für eine Kampagne oder Social Media. Da hat man nochmal mehr Freiräume, vielleicht mehr Models, mehr Location-Switches, kann ein bisschen mehr rumprobieren mit den Posen. Im ersten Teil habt ihr ja vielleicht gesehen, dass wir da noch ein bisschen mehr ausprobiert haben. Genau. Aber im echten Leben würde ich jetzt sagen, ich glaube, wir haben genug Posen. Würde den Kunden nochmal kurz fragen. Ich würde dem Kunden noch mal kurz sagen, also Kunde im Sinne von, ne, der mich dafür gebucht hat, guck doch bitte einmal ganz kurz durch, ob da genug dabei ist, ob das Oberteil so sitzt, wie es sitzen soll. Und dann würde der sagen, Und dann würden wir uns umziehen. Das ist schon so. So. Ich glaube, damit haben wir erstmal das Wichtigste gezeigt. Machen dann gleich wieder mit dem Shooting von euch weiter. Gibt es gerade für hier den Schluss noch ein paar Fragen? Sonst würden wir unseren Workshop für heute beenden, zumindest das, was man auf YouTube sehen kann. Keine Fragen? Sehe ich jetzt mal als etwas Positives. Und damit vielen Dank, beenden wir das Ganze. So, damit war es das auch von unserem zweiten Teil unserer kleinen Workshop-Reihe. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Wir versuchen auch da alles im Nachhinein noch zu beantworten. Wer den ersten Teil verpasst hat, den Link dazu findet ihr hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Wir bedanken uns bei euch Zuschauern hier im Livestream und insbesondere auch bei allen Teilnehmern hier vor Ort im Studio. Wenn euch dieser Workshop gefallen hat, dann bewertet gerne dieses Video, lasst uns einen Kommentar da und vergesst nicht, den Fotokoch-YouTube-Kanal zu abonnieren. Thank you.